Oder ich will doch mir nicht diesen Genuss verderben lassen. Ich merke das doch, was für ein gutes Gefühl das ist, so sicher sein zu können, dass alles irgendwas läuft. Wie leicht man dann ist plötzlich. Wie absurd und wie schizophren das schon wieder ist. Ich hab mir da was erkämpft. Mühselig erkämpft mit dir zusammen. Funktioniert und was das für ein Genuss ist und was das für eine Sicherheit ist und was das für eine, ja, mir fällt nur das Wort Genuss ein. Wenn man in der Welt steht und sicher steht und wenn was funktioniert und du hast Mittel und du hast, das ist alles so geil, dieses Gefühl kann so geil sein und es ist auch deshalb geil, weil es die Abwesenheit von Angst bedeutet, die Abwesenheit von Unsicherheit und von Panik und nee, du bist einfach ganz ruhig, du kannst dich drauf verlassen, du kannst Vertrauen darin haben und du weißt, was du hast. Und dann auf der anderen Seite frage ich mich und das kotzt mich so wahnsinnig an, dass ich in einer Situation drin stecke, in dieser Schizophrenie. Das ist doch ein Wahnsinn. Ich hasse das. Ich hasse diesen Zustand. Obwohl ich den nicht hassen darf, aber ich hasse ihn trotzdem. Das ist doch einfach nur so ein Blödsinn und das ist so eine Demütigung, eine Entwürdigung, eine Verarschung, alles das steckt da drin, dass man so in so einer Schizophrenie gelandet ist. Was ist denn das für eine Scheiße? Wenn ich mich so anschaue, was ich manchmal für Hemmungen habe oder irgendwelche technischen Sachen einfach nur regle und versuche zu verstehen oder beherrschen. Ich war so stolz vorhin auf mich, dass ich das alles selber, das hört sich so gering an, aber das ist für mich schon ein Riesenfortschritt eigentlich. Ich bin da viel zu fein und viel zu intellektuell oder viel zu abgehoben dafür, mich mit solchen niederen Sachen zu beschäftigen. Ich will selber das alles können. Mal als Beispiel dafür, wie es sein muss und aber oh, ich habe noch so einen weiten Weg vor mir. Mal ohne Quatsch, mal ohne Flachs und Krümel mal jetzt. Dass ich jetzt, das ist so, ich gebe das zu, oder das ist Wahnsinn, das ist so idiotisch. Das ist so absurd eigentlich. Dass ich jetzt 10 Minuten meines Lebens, meines Tages, investiert habe darin, dass ich ein Gerät beschreiben kann. Ist das idiotisch? Hör auf! Ah, Scheiße! Scheißdreck! Scheißdreck! Scheiße! Scheiße! Oh.
Es ist zu viel irgendwie, weil du hast gesagt, du kannst nicht mal die Frage verstehen. Und dann konnte ich nicht mehr. Das war zu viel für mich. Dass du dann gesagt hast, dass du nicht mal die Frage verstehst. Eine Frage, die mich sozusagen, wie sagt man, auf den Nägeln brennt, oder die mich, dieser Kontrast, dieser Abstand zur Normalität, da habe ich das Telefon weggeschmissen. Ich konnte nicht mehr anders. Ich habe einen Wutanfall gekriegt. Oh Gott, aber das, weißt du, das ist aber nur zu verdanken der Tatsache, dass ich mich wirklich jetzt nicht mehr unter den Druck setzen lasse, dass ich mich nicht hetze, sondern dass ich einfach die Fragen in aller Ruhe jetzt mir gestatte, die Fragen zu stellen. Für mich ist das so wichtig, diese ganz kleinen Schritte, dass ich das überhaupt besprechen darf und dass ich überhaupt darüber sprechen darf, ist so, so sehr wichtig für mich. Und ich weiß auch, dass ich mich da dadurch nur so ganz, immer nur ganz kleine Schritte nähern, das weiß ich auch. Aber ich muss es tun. Okay, jetzt darf ich mir ein neues Telefon kaufen.